Willkommen aus Genf von der Motorschau oder Autosalon 2014, wo wir den Volkswagen XL1 haben. Ein sehr schicker Wagen und der zeichnet sich nicht nur durch ein besonderes Design aus, das natürlich sportwagenlich ist, sondern wir haben ein Gewicht von nur 795 Kilogramm hier drin und Platz für zwei Personen. Wir können uns mal ein bisschen vorne das Design anschauen, generell natürlich eine relativ breite Schnauze, trotzdem ein dünner Wagen, wie ihr sehen könnt, Türen öffnen sich nach oben, das ist nur ein Dreitürer, mehr Türen gibt es nicht, es gibt auch nicht mehr Platz natürlich bei dem Gerät. Und gehen wir mal ein bisschen um das Auto herum und schauen uns das von drinnen an, und derweil erzähle ich noch ein bisschen was zu dem nur 795 Kilogramm leichten Gerät, das auch noch einen sehr kleinen Verbrauch hat. Also gehen wir mal los. Wir haben vorne einen 15 Zoll und hinten einen 16 Zoll Reifen, können wir uns gleich mal anschauen, beziehungsweise drin, wie gesagt, nur Platz für zwei Personen und ein Verbrauch von nur 0,1 Liter auf 100 Kilometer, 0,9 Liter auf 100 Kilometer, was natürlich eine enorme Leistung ist. Wir haben dafür vorne einen Elektromotor drin mit ungefähr 5,5 Kilowattstunden Kapazität, Lithium-Ionen-Batterien und ich glaube 27 PS, und hinten der TDI Diesel hat 48 PS, also auch nicht zu viel Power, aber bei nur 795 Gramm brauchen wir auch nicht viel Power. Den Reifen schauen wir uns gleich nochmal genau von der anderen Seite an. Hier können wir auf jeden Fall schon mal sehen, dass wir viel Carbon haben. Die Tür ist jetzt gerade offen, dazu dann gleich nochmal mehr. Dafür, dass das Auto so leicht sein soll, wurde sehr wenig Technik ins Auto gepackt. Wir haben einmal ein Air-Conditioning-System drin, GPS und natürlich Sensoren hinten zum Einparken, aber ansonsten keine Frontsensoren, keine Kameras links und rechts und so weiter. Zwei relativ bequeme Sportsitze, würde ich jetzt mal sagen. Viel Platz vor allem für die zweite Person, um die Füße auszustrecken. Kann man natürlich noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen und dann hinter den Sitzen noch was verstauen. Aber generell seht ihr, sehr einfach gehalten, der Wagen. Und ja, simpel sozusagen. Wir haben sogar nur ein Garmin-GPS drin, damit natürlich das ganze Gerät sehr schön leicht ist. Hier sehen wir hinten dann entsprechend den 16 Zoll Reifen, verkleidet, versteckt, schön futuristisches Design dadurch. Und der Motor verbirgt sich, der TDI, dann entsprechend hinten drin, was gerade geschlossen wurde. In unserem englischen Video war das auch noch sichtbar. Wir dürfen leider nicht selber das Auto anfassen. Also schaut euch am besten dazu das englische Video nochmal an. Allerdings auf der Seite können wir natürlich euch dann hier zeigen, wo der keine Rundung ist. Das ist ein 10 Liter Tank hat. Also theoretisch müsste es, wenn man die 0,9 Liter auf 100 Kilometer aushält, bis zu 1000 Kilometer lang. Aber es sind nur 500 bis 600 Kilometer, mit denen ihr fahren könnt. Also die ihr fahren können werdet. Denn leider haben wir tatsächlich nur bei idealen Konditionen natürlich die 0,9 Liter pro 100 Kilometer. Hier können wir die Sensoren sehen, die ich gerade erwähnt habe, zum Einparken hinten. Das sind sozusagen die einzigen technischen Hilfsmittel, noch zusätzlich dem Auto verbaut wurden, verkabelt wurden, aber ansonsten nicht viel. Hier sehen wir das schöne VW-Logo, und unter der Verkleidung da oben ist dann der ganz kleine TDI-Zweizylinder-Motor mit, wie gesagt, 48 PS. Wenn wir ganz kurz auf die andere Seite kommen, wo die Tür geschlossen ist, sehen wir hier nochmal das schöne Seitendesign, jetzt im kompletten Fluss. Schön flacher Wagen, stromlinienförmig, und hier seht ihr vor allem auch, dass der natürlich nicht komplett die Fenster aufmachen kann, dadurch, dass es natürlich sehr wenig Platz in dem Gerät oder in dem Auto generell gibt, und wie auch sehr wenig Platz für generell die zum Rausschauen benötigen. Was mir gerade noch auffällt, wir haben keinen Rückspiegel, dafür haben wir die Kameras hier, damit wir die als Rückspiegel verwenden können, beziehungsweise wir haben hinten auch keine Möglichkeit rauszuschauen. Finde ich etwas schade, aber hier seht ihr nochmal den schönen Reifen, der natürlich sich hinten dann auch verbirgt hinter der Abdeckung. Tja, sehr viel mehr kann ich zu dem Volkswagen XL1 gar nicht erzählen. Sehr schicker Wagen, und ja, bald entsprechend mehr Informationen dazu. Von den ersten 1000 Stück, die hergestellt wurden in limitierter Edition, sind noch ein paar verfügbar. Könnt ihr euch selber konfigurieren und dann entsprechend euch kaufen. Und ja, wir wünschen euch schon mal viel Spaß dabei. Ihr müsst dafür allerdings 111.000 Euro haben. Und ja, das war schon von der Genfer Autoshow hier in Genf natürlich 2014 mit dem Volkswagen XL1. Bis zum nächsten Mal, und mein Name ist Balasch Gahl.